Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Astrid von Papieroase, euer kreativer Chaoskopf. Wir machen ein Cover. Ich weiß nicht, ob ich es bis zu dem Zeitpunkt hochgeladen habe, ein Video von einem Album, wo ich das Cover aus einer Papiertüte gemacht habe. Weil ich habe da, glaube ich, erzählt, dass ich so viele Papiertüten habe, weil mein Sohn jedes Mal, wenn er einkaufen geht, anstatt dass er eine Tasche mitnimmt, beziehungsweise vergisst er das immer. Jetzt habe ich ihm so eine zusammenlegbare Tasche, die dann so ein kleines Beutelchen ergibt, ins Auto gelegt. Und letztes Mal hat er sie sogar benutzt. Naja, auf jeden Fall hat er immer Papiertüten. Und dadurch habe ich so viele Papiertüten, ich selber benutze es natürlich nicht, ich habe meine Einkaufstaschen, dass ich mir überlegt habe, das muss doch irgendwie zu verbasteln sein. Und habe mir letztes Mal schon ein Cover draus gemacht. Das möchte ich euch heute zeigen, wie ich das gemacht habe. Ich habe hier einen Stoff. Die habe ich schon mal gezeigt in einem Haul-Video. Das sind ich glaube 25 cm, habe ich gesagt. Ja, ist jetzt ein bisschen mehr, 27 sind die. Da geben sie ja immer ein bisschen dazu. Und das ist für mich die ideale Höhe für meine Cover, inklusive den Einschlag. Ich habe da null Verschnitt und ich kriege insgesamt, habe ich ja gesagt, für zwei Cover locker raus. Ich habe mir die Papiertüte schon zugeschnitten. Dann nehme ich einfach meine Signaturen, messe das halt ab. Moment, ich glaube, so rum will ich es nehmen. Falls mir da so ein bisschen den Buchrücken, ein bisschen Überstand lassen. Und der Boden der Tüte, den hat man halt dann doppelt. Das macht aber überhaupt nichts. Das nehme ich dann sogar aus Vorderseite, dass das ein bisschen stabiler ist. Also ich trenne das auch nicht irgendwie weg oder auf. Ich klebe das dann alles einfach zusammen. Hier auch zusammen, zusammen, zusammen. Und dann habe ich ein schönes Cover. Dann lege ich mir das beim Stoff hier ungefähr an. Inklusive der Einschläge. Dann schneiden wir es hier ab. Und dann gehe ich her und schlage das dann ein. Alles schön. Was ich letztes Mal nicht gemacht habe, da habe ich keinen Kleber hier drauf gemacht, weil ich es ja rundherum auch genäht habe. Mach lieber ein bisschen Kleber. Also das geht schon, aber ein bisschen lieber Kleber. Bisschen lieber Kleber oder keine Ahnung. So, dann schlage ich die Ecken hier so ein. So, diese Blumen, meine neuesten Printables, bisschen aufräumen. Und dann schlage ich, weil das ein dünner Stoff ist, den einfach hier so ein, in der Ecke. Bei Stoff ist das kein Problem, weil wie gesagt, das ist dünn, ist dann auch nicht zu wulstig alles. Bei Designpapier schneiden wir ja die Ecken eher ab. So. Schauen wir mal. Ich bin jetzt im Überlegen, ob ich jetzt schon außenrum nähe, weil wenn ich jetzt das hier einschlage, obwohl so dick ist es nicht, dass mir das nicht alles zu dick wird zum Nähen dann. Ja, ich weiß es nicht. Wenn ich es jetzt einschlage, ist halt der Vorteil, dann sehe ich das besser, wo die Ränder sind und nähe nicht zu schief. Und der Stoff ist eigentlich nicht dick. So. Das Umnähen hat mich mal wieder eine Nadel gekostet. Also Nadelverschleiß bei meiner Nähmaschine habe ich extrem großen. Also da liegen jetzt schon mal drei. Nicht jetzt in letzter Zeit, aber ja, da sie noch hier liegen, ist es noch nicht so lange her. Die ist total verbogen, die ging dann auch nicht mehr. Das ist halt wahrscheinlich einfach, es ist ja eine billige, eigentlich eine Kindernähmaschine. Und ich denke mal, das liegt halt auch daran, dass man oft so dicke Sachen einfach näht. Ja, aber die sind nicht so teuer, die Nadeln. Und von daher ist es jetzt nicht so schlimm.
Ja, fast die Hälfte habe ich mich jetzt durchgekämpft, bis ich dann gedachte, okay, es wird wahrscheinlich wieder die Nadel sein, warum das Ganze so rumspinnt, und war es dementsprechend dann auch, und dann ging der Rest ein bisschen einfacher. So sieht es jetzt aus. Was ich jetzt mache, ist, dass ich mir ein Stückchen Pappe zurechtgeschnitten habe. Das ist eine 1 mm Pappe, weil das ist ja einfach jetzt nur Papier. Und da hängt dann später unsere Signaturen. Und das sollte schon ein bisschen Stabilität haben. Und da mache ich jetzt einfach, dass ich mir dieses Stückchen auch mit dem gleichen Stoff überziehe. Legen wir uns mal hier so ein bisschen an. Also auch wenn ich jetzt dieses Stückchen noch benutze, geht trotzdem noch locker. Ihr seht es, ein Cover raus und dann bleibt noch ein Stückchen. Vielleicht habe ich auch endlich mehr Stoffreste, damit ich mir so eine Art Patchwork-Stoff dann so, hätte ich mir Lust, zusammennähen kann. Aber bis jetzt habe ich eben nur schöne Stücke und die will ich jetzt auch nicht unbedingt alle zerreißen. Genau, und jetzt überziehe ich das einfach mit diesem Stoff hier, damit das dann hier so in der Mitte liegen kann. Was ich dann da mache, weiß ich noch nicht. Ob ich beim Stoff bleibe oder ob ich Papier nehme. Keine Ahnung. Jetzt klebe ich das erstmal fest. Dann nehme ich wieder meinen Textilkleber. Kennt den sicherlich alle. Aber ich weiß nicht, warum da nichts rausgeht. Also muss ich wieder aufschrauben. Habe ich keine Lust mehr auf den Kleber. Passt, ist das schön. Genau, doch, so gefällt mir das. Dann kann ich meine Schablone anlegen. Mache ich das erstmal ein bisschen sauber hier. Oh, mir schaut es wieder aus am Basteltisch. Und dann mache ich meine Schablone. Okay. Gut. Und dann können wir, jetzt muss ich erstmal schauen, was ich für ein Garn benutze. Also welche Farbe. Wo sind meine Signaturen? Hier. Jetzt nähe ich die erstmal hier dran. Und schauen wir mal, vielleicht so ein Blau. Oh, das da vielleicht. Ja, ich glaube, das ist passend. So, dann nehmen wir erstmal vielleicht die hier. Ihr wisst ja, ich mache ganz gern mit den Sticknadeln. Ich habe halt immer Angst, dass ich mich mit der anderen steche. Die ist dann auch noch so lang, aber manchmal geht es halt auch nicht anders. Gerade wenn ich dann auch noch Perlen, mache ich hier Perlen. So ein Knopf wäre auch nicht schlecht. Vielleicht. Ja. Ein oben, ein unten. Schauen wir mal. Ist das gleiche. Und ist auch nicht gleich. Lauter verschiedene, es gibt's doch nicht.
Hier ist noch einer. Auch ein verschiedener. Aber vielleicht die zwei. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das mache. Muss ich jetzt schauen. Das müsste ja eigentlich so in der Mitte. Ich weiß nicht, ob sich das ausgeht. So, jetzt messen wir erstmal. Oder suchen wir erstmal den Anfang. Genau. Und dann machen wir ungefähr zwei. Das habe ich gesagt, brauchen wir nicht. Da. Also ich muss ja die Signaturen auch noch vorstechen. So. Dann brauche ich meine Schablone doch noch. Mein Pixer. Dann schauen wir mal, dass wir die Papiere alle schön uns zurecht machen, dass es einigermaßen gerade ist. Und dann so rum. Und das ist die erste. Dann fangen wir in der zweiten an. Und gehen hier rein. Lassen einen kleinen Überstand. So. Also wir gehen bei der Signatur von innen im zweiten Loch nach außen und gehen dann oben wieder rein. Ihr kennt das bestimmt auch schon, diese Prozedur. Und wenn wir dann innen sind, gehen wir hier runter in das dritte Loch und hier schauen, dass ich nichts falsch erwische. Ja, bei Stoff ist das immer ein bisschen schwer, alles zu sehen. Und dann wieder nach innen. Und nach außen. Und dann gehen wir wieder zurück. Und füllen da sozusagen diese Stellen hier wieder auf und nach außen und hier sind wir beim Anfang wieder. Und da schauen wir jetzt, der eine Faden liegt auf der Seite und dann schauen wir, dass wir den anderen Faden auf der anderen Seite haben und dann ziehen wir alles mal ein bisschen nach. Können auch so einzeln Schritt für Schritt das nachziehen. Na. Und dann kann man hinten immer so ein bisschen mit dem Finger da so schnipsen, ob es fest genug ist. Da merkt man dann, wenn da irgendwelche Lücken werden. Genau, wenn es so ein bisschen zum Schnipsen ist, dann passt es. Und dann machen wir hier einfach einen Knoten rein. Ich habe ja übrigens vorher mir überlegt wieder Perlen, aber es war natürlich jetzt ein Schmarrn, weil ich diesmal auf so ein separates Stückchen Cardstock die Signaturen einnähe und dann einkleben werde. Das heißt, die Frage nach den Perlen war unsinnig. Ich hätte es natürlich jetzt aber auch so machen können, dass ich jetzt dann hier auch gleich die Löcher durchsteche und inklusive Cardstock und diese Papiertüte, das so macht, dass man hier wieder die Nähte sieht. Also habe ich jetzt gar nicht mir überlegt. Ich habe jetzt einfach das gesagt, ich möchte es so machen, weil ich ein bisschen was Stärkeres brauche, wo die Signaturen drauf sind, weil das ist halt wirklich nur reines Papier. Aber das spricht ja nichts dagegen. Dadurch, dass das nur eine Tüte ist und Papier ist, kann man da ja locker auch nochmal durchstechen, ohne dass das irgendwie ein besonderer Kraftaufwand auch wäre. Aber
Ja, wir machen ohne Perlen. Muss ja nicht immer das Gleiche sein. Vielleicht klebe ich dann einfach die Knöpfe auf. So, Nummer 2, die machen wir noch und dann nähe ich die einfach ein, weil es ja immer letztlich das Gleiche ist. Dann müssen wir uns auch erstmal stechen. Vorher Papier ein bisschen zurecht rücken. Bisschen ausrichten. Manche sind ja doch immer schmäler. Diesmal habe ich keine Buchseiten rein und keine Doilies rein, also wirklich nur diese DIN A4 Papiere, aber die sind auch nicht alle gleich. Ja, mache halt diesmal jetzt mal so. Und dann brauche ich meine Schablone. Und bei mir ist die Schablone ein bisschen größer. Ja, hier ist sie wieder fast gleich. Da war sie jetzt doch ein bisschen größer. Ne, hier war sie auch fast gleich. Auf jeden Fall, ich habe mir da so eine kleine Markierung gemacht für die Signaturen, die ein bisschen schmäler sind. Warte mal kurz. Genau, schaut. Ich habe hier ja Papier mit der Jelly Blade gemacht und habe nur hier einen Druck. Und wenn ich einseitig drucke, dann druckt der Drucker ja immer randlos. Das heißt, ich habe fast keinen oder ich habe keinen Verschnitt von dem DIN A4 Papier. Das ist eigentlich relativ genau DIN A4. Hier bei dem Papier habe ich doppelseitig gedruckt und doppelseitig kann nur mit Rand drucken. Das heißt, dieses Papier ist ein bisschen kleiner. Und da ich eigentlich meistens doppelseitig drucke, das war jetzt das erste Mal, dass ich die Papiere von der Jelly Blade genommen habe, sind die schmäler, die doppelseitigen, und deswegen wäre die Schablone ein bisschen zu lang. Und da habe ich mir damals hier einfach so eine kleine Markierung hingemacht, damit dann ich nicht zwei Schablonen machen muss, sondern dann weiß ich halt genau, da wo das Strichlein ist, da lege ich dann mein Ende vom Papier an, dann habe ich hier ein bisschen einen Überstand und hier ein bisschen einen Überstand. Und damit das immer gleich ist, achte ich halt darauf, dass diese Markierung auch immer oben ist. Weil ich habe schon mal gemerkt, wenn ich das dann immer einfach drehe und dann nicht drauf aufpasse, dann sind die Löcher nicht alle exakt. Und so sind sie dann wirklich halt immer nach dieser einen Richtung auch ausgerichtet. Aber ihr könnt euch natürlich auch mehrere Schablonen machen. Weil das Cover ist ja immer ein bisschen größer als die Papiere. Weil man will ja immer ein bisschen Überstand haben. Einmal, dreimal, viermal, fünfmal. So, dann gehen wir wieder ins zweite Löchlein. Dann klipse ich mir da hier das Ende ein bisschen fest. Dann brauchen wir hier das zweite Loch. Eins, zwei. Und gehen oben wieder nach innen. Und dann ins dritte. Und wieder nach innen. Na, geh halt jetzt noch was so. Einmal. Jetzt ab. Und dann hole ich mir den Faden wieder auf die Seite. Einen rechts, einen links. Zieh gut nach. Und dann haben wir die Nummer 2 drinnen. Jetzt mache ich die anderen zwei noch außerhalb von der Kamera und bin dann wieder zurück. So. Mittlerweile bin ich ein bisschen erkältet, also wundert euch nicht. Ich habe jetzt ja die Signaturen hier alle angenäht und habe schon doppelseitiges Klebeband hier angebracht. Und das ist unser Cover. Da mache ich jetzt auch Stoff hier in die Mitte. Klebt den mal auf.
So, dann können wir unsere Signatur mal einkleben. Dafür lege ich mir das jetzt hier so ungefähr. So, dann klebe ich mal das Ganze hier fest. So, jetzt habe ich eigentlich nur noch diese kleinen Stoff-Ding da zum Kleben. Schaut mal den blöden Kleber an, wie der jetzt hier rausquillt, obwohl er noch nicht mal senkrecht, also auf Kopf steht. Merkwürdiger Kleber. Aber er klebt sehr gut, muss man dazu sagen. Ich bin fertig. Das Journal war ja unter anderem so dekoriert, damit es für den Hop passt, den wir am 15. hatten, zum Thema Buchstabensalat. Deswegen sind da eben so Buchstaben teilweise aufgestempelt und mit der hier so Buchstaben aufgestempelt und gestanzt. Genau, ich habe so eine Buchstabenstanze, da habe ich ein paar Buchstaben immer rausgenommen. Hier waren die. Genau. Und das Ganze nenne ich jetzt Vintage Drift Mix Media, weil ich ja so einen Mix drinnen habe. Das ist von A und JJ Design. Diese Journal Cards, die habe ich mir ausgedruckt. Das sind diese Dateien hier. Und habe vorne so ein bisschen Deko gemacht mit meiner neuen Stanze hier von Alexandra Renke. Na, klebt doch jetzt. Genau. Und ich mag halt dieses Flapsige. Ich mag das total gern. Und hört ihr das so anfasst und es knistert so, ach, ich liebe das. Und natürlich müssen überall irgendwelche Dinge rausschauen, Fäden raushängen, dann ist es richtig. Hier habe ich jetzt, das habe ich nur mit einer Büroklammer festgemacht, weil das immer rausrutscht. Da habe ich mir auch von Alexandra Renke diese Negativstanze gekauft mit diesen Blumen hier. Ich fand die so toll. Ich glaube, ich werde mir da noch eine holen, weil da glaube ich gibt es 9 Stück. Und die habe ich einfach da vorne jetzt mal reingetan. Ich wollte, wie gesagt, bewusst diesmal auch so ein bisschen einen Mix machen, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass meine Journals vielleicht doch zu einseitig sind. Nicht zu einseitig, wie nennt man das? Zu ähnlich sind die ganzen Signaturen. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja, das ist halt einfach mein Stil. Das ist, bin halt einfach ich. Ich mag halt dieses, also ich mag es schon, ich habe ja schon mal erwähnt, ich mag viele Dinge, mir gefallen viele Dinge, aber es man hat so seinen eigenen Stil einfach irgendwann und der kommt auch irgendwie immer durch. Da kann man sich noch so sehr bemühen und ich mag dieses Kunterbunte nicht, beziehungsweise kriegt es gar nicht zusammen, weil ich halt schon merke, dass ich dann wieder schaue, dass ich farblich was Passendes habe oder thematisch was Passendes habe und deswegen sind halt die Journals dann letzten Endes immer ein bisschen ähnlich aufgebaut. Das waren ja die Taschen, da ist jetzt noch nichts drin. Mal schauen, ob ich dann noch diese Journal-Karten rein tun. Und angefangen hat es ja mit diesen Papieren, weil ich die so toll finde. Und dann dachte ich mir, wenn wir schon bei Gesichtern sind, dann machen wir unsere Stempel, diese Mixed-Media-Stempel. Und wenn wir schon die Stempel dann haben, dann machen wir gleich so ein richtiges Vintage-Drift-Mixed-Media. Das ist wieder so ein Paperclip von mir gemacht. Da könnte ich auch mal gleich was einstecken. Ja, genug Journalkarten ausgedruckt. Ja. Das
ist dann sozusagen das Journal zu dem Hop. Da habe ich auch, genau, das ist auch so eine Stanze, die war jetzt in der Kreativbox drin bei Alexandra Renke, finde ich auch ganz cool. Habe ich ganz einfach gehalten, diesen Paperclip, dann muss ja nicht immer bis ins Kleinste alles tot dekoriert werden. Manchmal reicht auch einfach, eben sowas auszustanzen oder vielleicht auch zu stempeln. Da haben wir noch eine Tasche. Vielleicht mache ich auch noch so ein paar große Tags, habe ich mir auch überlegt. Vielleicht dann mit dem Papier noch. Schauen. Auch hier so ein Paperclip. Die Papiere, das waren ja übrigens auch die, also diese Mixed-Media-Papiere, das sind ja die, die ich mit der Jelly Plate gemacht habe. Ein paar sind dann, also ein paar werden mittlerweile auch ganz gut. Ich habe ja jetzt auch die passenden Jelly Plates. Genau. Auch hier wieder diesen Paperclip. Ich finde, was immer geht, ist so eine Gaze. Das schaut irgendwie immer gut aus, wenn es einem zu nackig ist. Ja, das war's dann. Und hier hinten wieder so eine Karte mit dieser Negativstanze. Drückt es natürlich jetzt immer ein bisschen zusammen, ist logisch, weil ich es da reinstecke. So, das war das Journal. Fertig sind wir und ich sage danke an der Stelle, dass ihr wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss!